Und damit herzlich willkommen zurück zu Fall Horizon 4. Erreicht. Meine Fresse, 5 Fisch, ey. Wir machen das aktuell letzte Rennen auf der Karte. Querfeldein. Horizon Festival Mexiko präsentiert Oase Querfeldein. Diese Route führt dich quer durch die Wüste und startet mit einem von mehreren epischen Sprüngen in... Kann ich nie aussprechen. Bevor du zum bombastischen Abschluss in den Fluss auch eintauchst. Gönn. Hab gerade überlegt, ob wir es mit dem Bronco machen. Und ja, wir machen es mit dem Bronco, aber mit dem anderen Bronco, den wir gerade gekriegt haben. Der hat nämlich ein bisschen mehr Leistung, offensichtlich. Ich hatte auch kurz an den hier gedacht, aber nee. Gerade keinen Bock drauf. Mit dem leicht getunten Bronco. Ich weiß nicht, was dran gemacht ist. Ich hoffe, ein bisschen Leistung. Würde ihm auf jeden Fall gut schaden. Das R ist beleuchtet, alles andere nicht oder so. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ganz schön biestig aus, das Mistvieh. Hatte ich darüber im letzten Part schon geredet, dass Freddy meinte, der ist eigentlich voll beliebt in den USA. Und ich meinte die ganze Zeit, jo, der ist doch voll unbeliebt. Das liegt daran, weil ich immer irgendwelche Memes über den sehe. In denen der richtig schlecht gemacht wird. Wo er halt mit dem Alten verglichen wird, gesagt wird so, ja, das ist doch kein cooler Bronco. Der Alte war ein cooler Bronco. So, wir spielen jetzt gegen Profis. Und ich würde sagen, let's go. Okay, der geht schon ein bisschen besser ab als der andere Bronco, aber er schaltet auch irgendwie 80 mal öfter. Und hat auch mehr Gänge, so wie es aussieht. Ich will ja mal nachgucken können, wie viel Leistung wir jetzt hier haben. Traction Control scheint auf jeden Fall ein bisschen mehr zu tun zu haben, obwohl wir immer noch Allrad sind. Ich kann mal einen kurzen Schwank aus meiner Allrad-Erfahrung erzählen. Mein Auto hat nicht so viel Leistung, dass die Räder durchdrehen. Und es hat 400 Newtonmeter. Also auch mit TCR ausgeschaltet. Und ja, man kann bei meinem Auto noch Traction Control ausschalten. Komplett. Hoffe ich. Also, sag zumindest. Aus, dann. Ich glaube, es könnte schwierig werden, hier Erster zu werden, muss ich zugeben. Denn... Die sind schon echt weit weg da vorne. Schauen wir mal. Noch komme ich ja recht gut hinterher. Ah, vielleicht geht's doch. Die kommen ja nicht so gut den Berg hoch. Schön. Bitte nicht auf dem anderen drauf landen. Das wäre echt geil. Oh Gott, bless, ey. Das wäre echt kot gewesen, wenn ich auf dem drauf gelandet wäre. Sehr schön. 66% überholt. Ein Drittel über und wir fahren vorbei. Nice. Sehr cool. Nee, mach mal nicht diesen hier, Bruder. Ich möchte ein bisschen weiter rechts landen, bitte. Okay, oder... Ich schieb's mich halt komplett rechts durch den Zaun, wenn ich gar nicht lenke. Das hat mir gut gefallen. Ab durch den Fluss. Ich muss sagen, der Bronco gefällt mir sehr gut so als Offroader. Ich hatte ja in 4 mit Querfeldein Serie meine Probleme. Weil es einfach keine geilen Autos dafür gab, gefühlt. Aber das gefällt mir bis jetzt richtig gut. Hallo. Nur um das kurz festzustellen, ich habe gelenkt, während er einfach stumpf weiter geradeaus gefahren ist. Aber gut. Nice. Sehr cool. Beendet. 2 Minuten. Sehr schön. Update ist ready. Oh, danke. Für gar nichts. Ja, haben wir geschafft. Jetzt sind wir natürlich wieder Erster. Sehr entspannt. Gönn. Wir sind im nächsten Kapitel. Sind noch kein Level. Doch, sind ein Level aufgestiegen. Ich wollte gerade sagen, 4000 EP brauchten wir aber mehr. Gut. Gönn Cayman S. Ah ne, das ist ein GTS. Und das ohne in der WhatsApp-Gruppe zu sein, nice. Ich muss sagen, das Hammer-Coupé hätte ich auch genommen. Kann sein, dass es einer der wenigen Mercedes ist, die ich nicht hässlich finde. Oder nicht abgrundtief hässlich zumindest. Ist Mucke eigentlich zu leise? Puh, okay, ein bisschen spät schon. Ist übrigens 0.28 Uhr. So, wir können jetzt ein Haus kaufen. Kommt jetzt Blabla? Hey, Amiga. Ja. Haley hat
gesagt, wir sind bereit zum Erweitern. Triff mich in Molehe. Zeit für unser erstes Abenteuer. Und noch ein Geheimnis, an dem wir getüftelt haben. Wie aufregend. Bin bald da, Rami. Wichtige Frage, was ist ein Molehe? Ich hab überhaupt keine Ahnung. Wähle das nächste Kapitel von Die Abenteuer von Horizon. Ja, wie? Also ich habe auf jeden Fall einen Punkt zum Haus. Triff dich mit Rami im Haus in Mulesch. Mule? Ich glaube, es heißt einfach Mule, oder? Bestimmt. In Mexiko spreche ich Spanisch, oder? Spanisch spreche ich nicht viel. Habe ich jetzt auf Malle auch wieder gemerkt, dass ich echt nicht viel Spanisch spreche, leider. Ich hätte richtig Bock auf Fremdsprachen. Ich habe nur keinen Bock, sie zu lernen. Bin ich ja ehrlich. Viel zu faul für. Ich will mich mal informieren, ob es schon Dingens gibt für das Spiel. Also hier die Schatzkarte, dass jemand online gestellt hat. Weil kaufen wir echt nicht. Es gibt einen spanischen Spruch, den du vielleicht kennst. Aber es geht nicht nur um mein Haus ist dein Haus. Es geht um Zuhause und Familie. Du meinst mi casa es su casa? Mexiko sind Familie. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Jawohl. Huiuiui. Ich denke, das war erst der Auftakt. Jetzt geht es richtig los. Willkommen zu Hause. Casa Bella. Sieh dich nochmal in Ruhe um. Wir gehen, sobald du bereit bist. Ja. Let's go. Sehr gut. Wir sind bereit für die nächste Phase des Horizon-Abenteuers. Ramiro hat potenzielle neue Außenposten und neue freischaltbare Eventtypen markiert. Du hast die Wahl. Wo sollen wir zuerst hin? Okay. Es gibt offensichtlich 5, also 6 Events, 6 Festivals insgesamt. 4 haben wir aktuell zur Auswahl. Wir können jetzt Straßenrennen machen, wir können Dirtrennen machen und wir können Querfeld 1 machen. Ich muss sagen, ich fühle aktuell Querfeld 1 zwar sehr. Dirt ist mein absolutes Steckenpferd und auch Straßen macht mir richtig Spaß. Hauptbühne ist dann einfach alles? Denke ich. Okay, Straßenrennen gibt es am wenigsten. Und alles andere gibt es halt einfach relativ viel. Okay, die beiden gibt es auch nicht so viel, ne? Das ist, glaube ich, einfach Rennen. Also illegal Scheiß. Und Rush ist, keine Ahnung was. Ich würde sagen, wir fangen klassisch mit Dirt-Rennen an. Dschungel-Expedition. Finde eine Raubkatze im mexikanischen Dschungel. Verfügbare Freischaltung. Okay, interessant. Edjo, triff mich hier. Dann starten wir unsere Expedition in La Selva. Bis gleich. Nos vemos. Los vemos, okay. Wir müssen zur Dschungel-Expedition, gut. Ich werde privat, wie gesagt, bis zum nächsten Mal dann die ganzen XP-Schilder wiederholen. Und auch die Schnellreisedinger. Es könnte auch passieren, dass ich privat Straßen erkunde und einfach mal quer durchs ganze Land fahre. Wenn ich mir vorher eine Karte hole und mir einfach schon mal alle Schilder hole vielleicht. Also zumindest alle Schnellreisedinger. Freddy, wenn du schon weißt... Warte mal, was ist das jetzt hier? Was? Kaufe dein erstes Haus. Zerstöre deine erste EP-Tafel. Okay. Dafür kriegen wir einen schwarzen Gurt. Preisabfall, glaube ich. Da haben wir einen 350Z gekriegt. Oder einen 370Z, bin ich mir nicht ganz sicher. Da kriegen wir einen Focus ST. Nein, einen Focus RS, Entschuldigung. Das ist aber schon ein Vierzylinder. Nice. Was müssen wir dafür machen? Nimm an einer Horizon Arcade Veranstaltung teil und schließe mindestens die erste Runde ab, okay? Dafür kriegen wir eine Celica. Cool. Du machst erstaunliche Fortschritte und okay. Hier ist alles festgehalten. Schau dir alles an und entscheide, was du als nächstes tun möchtest. Gott, Alter, ich werde hier 100% willst, machen wollen. Wenn du willst, kannst du jede Herausforderung am Armaturenbereich deine Fortschritte verfolgen. Leck mich im Arsch, sind das viele Sachen. Ja. Nissan Fairlady Z und ein Ford Focus RS. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Okay! Hurensohn. Ja, das hast du verdient. Du hast dein Ziel erreicht. Danke. Wir machen das selbstverständlich solo.
Freddy, hättest du Bock, hier Koop ein bisschen zu bauen? Ich weiß ja nicht, ob das Spaß macht. Würde ich uns sehen. Ohne Aufnahme. Privat, bisschen durch die Gegend fahren. So wie abends jagen. Abends jagen müssen wir auch mal wieder. Hab richtig Bock. Aber erstmal jetzt Horizon. Gott, wir sind ja schon bei 10 Minuten. Und jetzt mal hier noch sowas. Okay. Schwierig. Ja, Ladezeiten übrigens, ne? Die Großkatze von La Selva. Okay, ein Jeep. Hola, wie geht's? Bist du bereit loszulegen? Rami, du hast doch was von einer großen Katze erzählt, oder? Lange Geschichte. Ich bin ihr bis in den Dschungel gefolgt, aber dann waren meine Notizen weg. Ich erklär's dir unterwegs, ja. Erklär mal. Wir fahren zusammen. Süden, krass. Dann über den Highway und die Hügel. Vamonos! Ich dachte, Großkatzen würden Hauptstraßen meiden. Aber nicht hier lang. Mira, dann fuhr ich Offroad weiter und fand auf dem Weg nach Molejé ein Gefahrenschild. Hui! Bienvenido a Molejé. Meine Tante, Tia Rosa, hat einen Stand auf dem Handwerkermarkt. Sie hat mir zuerst von der großen Katze erzählt. Und mit deiner Hilfe werde ich sie bestimmt finden. Darf ich davon ausgehen, dass wir jetzt einen Scheunenfund machen und wir einen Jaguar finden? Dann fuhr ich Wild Guess? Und in den Dschungel. Wir sind nah dran. Warte, Rami. Wo bleibt die lange Geschichte? Pardon, ich erklär's dir. Ich erhielt die Koordinaten der Stelle, wo die große Katze zuletzt gesichtet wurde. Aber das Flugzeug hatte Startprobleme. Ich bekam es kaum vom Boden. Und du hast die Fracht abgeworfen. Exakt. Ich habe alles verloren und nicht mal die Katze gesehen. Aber jetzt kannst du mir helfen. Und es liegt auf dem Weg. Por favor. Auf welchem Weg, Bruder? Also hey, ich helfe dir sehr gerne und ich denke, wir kriegen unseren ersten Scheunenfund. Hier ist es. Ich würde fast meinen Arsch drauf verwetten. Ich habe am anderen Ende der Piste gelassen. Alle meine Sachen, auch die Notizen, sollten in den Flugkoffern sein. Kannst du sie auch finden? Wahrscheinlich ja. Die große Katze ist ein Auto, oder? Ich vermute mal, ein Jaguar? Offensichtlich! Sorry, hatte ich das nicht erwähnt? Es ist ein Scheunenfund. Denk dran, mich an meinem Auto abzusetzen, wenn du es gefunden hast. Bien, das sind meine Notizen. Laut Tia Rosa wurde der Jaguar vor 20 Jahren zurückgelassen. Ich habe die grobe Lage auf deiner Karte markiert. Okay. Da oben steht das, Junge. Hier war ich übrigens schon eben und habe Schilder geholt. Da oben war ein Schild, zum Beispiel. Nee, mach doch sowas nicht. Wir holen selbstverständlich den Scheunenfund auch noch. Der Flugschreiber. Halt mal kurz die Schnauzen. Ja, danke. Der jeden Crash überstehen. Vielleicht nicht, wenn er überfahren wird, aber... Ich sehe dich nicht aussteigen und ihn holen. Ja. Okay. Ah, okay. Gut. Da kann man einfach durchfahren. Okay. Hat zwar so ausgesehen, aber ich war mir echt nicht sicher. Meine Güte. Danke, glaub ich. Notgeld und Pilotenhelm. Wir haben den aber nicht auf Karte angezeigt, ne? Ne. Hm. Wir können ja einfach mal bis zum Ende fahren. Und hier einfach mal stumpf rüberjumpen. Dachte gerade, ich höre noch was, aber das war, glaube ich, das da hinten, also das alte. Da sind noch zwei Sachen, nice. Da oben, okay. Da kommt man mit der Schanze hin. Das sollte jetzt nicht so das Problem werden. Interessant, dass es jetzt so quasi Missionen gibt. Mein Helm! Gracias!
zuerst. Den habe ich schon überall gesucht. Das war richtig knapp, möchte ich mal kurz anmerken. Das ist okay, Junge. Und jetzt holen wir nochmal eben kurz den letzten Scheiß, der da oben steht. Da kommen wir darüber hin. So, dann müssen wir natürlich wieder relativ hart bremsen. Nee. Boah, Alter, das war aber... Miroslavski. Hey Rami, wie kam's, dass du 100.000 Credits dabei hattest? Bitte, das waren nur ein paar Gewinne aus der Straßenszene. Ah ja, okay. Du machst also illegalen Drogen. Gut, in Mexiko nicht verwunderlich, glaube ich. Wie lange haben wir jetzt schon? Wir haben jetzt schon 16 Minuten. Das heißt, wir können jetzt den Scheunenfund suchen und danach wahrscheinlich nichts mehr machen. Ich habe keine Ahnung, wie die Scheunen hier aussehen. Ich bin ja versucht, eine Drohne zu nehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Drohne haben. Den Weg wollte ich langfahren, danke. Ich schätze mal, dass er auf der anderen Seite im Wald steht irgendwo. Da stehen Container. Und nicht, dass die jetzt in Containern sind auf einmal. Ich muss sagen, dass man einen Teil 4 als Scheune bezeichnet hat, fand ich auch mal so ein bisschen zuletzt seltsam. Zuletzt wurde die große Katze in einer weißen Scheune mit brauner Tür gesichtet. Ja, so gesehen, okay. Aber, das habe ich auch gesehen. Und diese Strecken wollte ich trotzdem noch kurz erkunden. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal alle Strecken. Gut, die Katze steht da oben. Ich würde sagen, die verleiben wir uns jetzt mal eben ein. Da war es, genau. Gönnung. Das ist schon eher eine Scheune. Siehst du, das gefällt mir. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Zeig mir das Auto. Andale, andale! Gönn. Ist jetzt komisch, dass wir jetzt vor ihm da sind, weil wir sind ja zusammen hergefahren. Endlich. Das ist der XJR-15. Rapido y raro. Und weit weg Fett. Von seiner natürlichen Heimat Großbritannien. Wie er wohl hier gelandet ist. Das sieht mir schon im Ernst zu nehmen, den Rennauto aus. Was ist sowas? 86? Wo wollen wir denn jetzt hin? Ach du Scheiße, wir wollen zurück in die Stadt, okay. Ich weiß nicht, welche Bäume man hier umfahren kann. Okay, ich würde sagen, da ist Platz, aber okay. Ja, welche Bäume man umfangen kann, muss ich nämlich noch lernen. Das finde ich immer nicht ganz so easy. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal zurück. Am Ende der Piste. Ah! Okay, wir kamen aus der Stadt und jetzt möchte er ans Ende der Piste. Gut, ich bin dumm. Hätte man sehen können. Habe überhaupt nicht darauf geachtet, was das Ziel ist gerade. Steht ein Flugzeug? Setz mich ab, wenn du bereit für die Abfahrt bist. Oh ne, das ist ein Auto, okay. Ja, gönn. Alex will das größte Dirt-Rennprogramm, das Horizon je gesehen hat. Und das soll er auch bekommen. Er sieht echt dusselig aus. Aber ich muss echt sagen, die Leute, also die Charaktere sind ein bisschen dusselig optisch. Passt nicht zur restlichen Grafik in meinen Augen. Hallo. Part ist zwar eigentlich schon zu Ende, aber wir fahren selbstverständlich den Scheiß hier zu Ende. Also, gleich zu Ende. Das ist schön, Bruder. So machen wir das in Hand ja auch. So groß sind wir nicht, Freund. So groß sind wir nicht. Au. Bäume fetzen einfach komplett auseinander. So eine 20 Milliarden Jahre alte Mauer, peng, hält auf. Was hat er eigentlich für einen Eimer?
Er sieht nicht so aus, als ob er furchtbar viel Stabilität hätte. Ah, waren Mexiko Inka, Maya oder Azteken? Ich hab dir doch Pisten versprochen, oder? Aleja und ich sind hier als Teenager Buggy-Rennen gefahren. Ich habe immer gewonnen. Ah, ja. Ich hoffe, du hast die Rivalität jetzt hinter dir gelassen. Rivalität? In Mexiko nennen wir das Familie. Okay, interessant. Ja, Story ist da. Würde ich sagen. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Wir sollten zurück über den Fluss. Ja, nee, ich wollte nicht in alle Richtungen fahren. Das ist bei Agua Azul. Wir sind schon so nah dran. Weiter! Meine Fresse, was fahre ich mit denn hier gerade zusammen, ey, Fisch? Hör auf, so einen Scheiß zu fahren. Wir sollten zurück über den Fluss. Das sagtest du bereits. Auch das sagtest du bereits. Junge, wie oft willst du dich wiederholen? Möchtest du es noch fünfmal sagen, zufällig? Sagt er. Sagt er, wir sitzen im Auto gefühlt ohne Leistung. Hallo Flamongos. Wir haben sie erschreckt. Wir kommen wieder. Stehen total auf Dirtrennen. Ich denke nicht, dass sie total auf Dirtrennen stehen. Sind das Brüllaffen? Die gibt's in Großbritannien nicht. Eure Dschungel müssen sehr langweilig sein. Es gibt keine Dschungel. Der Wasserfall ist direkt um die Ecke. Cascadas de Agua Azul. Was sagst du dazu? Ist der mexikanische Dschungel gut genug für Alex und die besten Dirt Racer der Welt? Es ist perfekt. Ich hoffe nur, die Fahrer sind gut genug für den mexikanischen Dschungel. Okay, what the fuck? Sehr cool. Gönn. Nice. Kommt noch ein bisschen Blabla, oder? Ich weiß, was du den ganzen Weg durch diesen Dschungel gedacht hast. Wo kommst du her? Dieser Ort wäre perfekt für Dirt Racing. Lustig, ich hatte den gleichen Gedanken. Wo kommt der Wasser her? Woher plötzlich auf einmal Festival? Plötzlich auf einmal, genau, Fisch. Das Spiel ist abgestürzt. Wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder. In einem falschen Auto in unserem Haus. Willkommen zurück, Boss. Servus. Keine Ahnung, ob das Spiel abgestürzt ist. Gefällt mir nicht. Wir beginnen mit ein paar einfachen Veranstaltungen. Die Fahrer und Fans haben die passenden Herausforderungen. Also. Macht euch schmutzig. Sehr cool. Es gibt jetzt offensichtlich erstmal nur Dirtrennen. Das ist anders als früher. Gut. Und das hier. Das gibt's da oben aber nicht mehr, ne? Nö. Ah, okay, hier sind auch noch welche. Junge, okay. Oder zu einer Veranstaltung festlegen. Okay. Ich würde sagen, wir starten beim nächsten Mal, machen die hier ringsrum. Ah, guck mal, jetzt hey, das war. Dein Name fällt in letzter Zeit öfter. Was du auch tust, mach weiter so. Wir haben große Pläne umzusetzen. Hey Boss, das ist ein Festival-Außenposten vom Horizon Mexiko. Bei nächster Ge- Okay, ich kann. Ich glaube, ich hab sie abgebrochen. Haben wir jetzt noch andere Sachen zu tun? Was ist das hier? Horizon. Junge! Horizon Tour, melde dich mit 5 anderen Spielern. Okay, das ist Multiplayer. Hier war vorher eigentlich noch Story. Story scheint jetzt nicht mehr so zu sein, dass man zusammenhängend macht. Forsaton gibt's wieder. Werde ich aber erstmal nicht machen. Wir haben jetzt
48 Milliarden Dirt-Rennen. Da ist irgendwie die neue Super 7. Was ist das? Verstehe ich nicht. Okay, da gibt es noch ein Spielerhaus. Das ist jetzt irgendeine neue Story-Mission. Ich weiß nicht, ob die zusammenhängend sind. Hier ist ein Eliminator. Okay. Gut. Ja, jetzt habe ich aber keine andere Möglichkeit, was anderes zu spielen. Sehe ich das richtig? Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da machen wir dann wahrscheinlich hier das hier erstmal und dann wahrscheinlich die hier oben, schätze ich mal. Schauen wir mal. Bis dahin habe ich alle Schilder geholt. Haut rein und tschüss.